Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Gehört, Gesagt, Getan. Heute reden wir über das Thema Föderalismus in Deutschland. Wir, das sind Katrin Nepperschmidt. Hallo und guten Tag. Und ich, Sophie Lübcke. Dieses Thema bewegt aber nicht nur uns und die Menschen vor Ort, sondern auch unseren heutigen Gast, Frau Dr. Draheim. Sie ist die Bevollmächtigte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund. Bevor wir aber mit ihr reden, Katrin, wie sieht's aus? Willst du erstmal kurz erklären, was es heute mit dem Thema auf sich hat, Föderalismus in Corona-Zeiten? Ja, gerne, na klar. Denn gerade mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie am Anfang des Jahres 2020 geriet ja der deutsche Föderalismus wieder einmal verstärkt in die Kritik. Und besonders hinderlich erschien ja auch der Krisenalltag mit 16 verschiedenen Corona-Verordnungen der Länder. Nur ein Begriff in dieser Zeit, der den Unmut der Bevölkerung zum Ausdruck bringen sollte, war Flickenteppich. Wir erinnern uns. Ja. Genau, aber andererseits wurde Deutschland wieder durch die ausländische Presse ein hervorragendes Management in der Pandemie bescheinigt, da die Neuerkrankungen und die Reproduktionszahlen wieder schnell gesenkt werden konnten. Es hat ja auch durchaus Vorteile gehabt, in dieser Zeit regionale Entscheidungen und Maßnahmen treffen zu können. Also man sieht schon in dieser kleinen Einführung, dass es viele verschiedene Aspekte gibt. Und dazu haben uns ja auch einige Anfragen erreicht in der letzten Zeit. Richtig. Und deswegen wollen wir diese und andere Fragen beantworten. Und da es Frau Dr. Draheim auch am Herzen liegt, den Menschen trotz einiger gefühlter Nachteile die vielen Vorteile näher zu bringen, wird sie uns jetzt einige Fragen beantworten. Herzlich willkommen, Frau Dr. Draheim. Vielleicht stellen Sie sich persönlich und Ihre Aufgaben erst einmal vor. Ja, auch Ihnen einen guten Tag. Vielen Dank. Mein Name ist Antje Draheim und ich bin die Bevollmächtigte des Landes Mecklenburg-Vorpommerns beim Bund. Mein Job, meine Aufgaben spiegeln den Föderalismus in all seinen Facetten. Denn ich nehme die Interessen des Landes Mecklenburg-Vorpommern gegenüber dem Bund und den Ländern wahr. Unterstützt werde ich dabei von meinen 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Netzwerken, pflegen Kontakte zu Parlamentariern, zu den Vertretern der Bundesregierung, Botschaften, Verbänden, Kirchen, Journalisten und sonst wichtigen Menschen in Berlin, in unserer Bundeshauptstadt. Unsere Landesvertretung ist eine Begegnungsstätte in allererster Linie für Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik. Wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen rund um das Thema Mecklenburg-Vorpommern, rund um das Thema Politik. Alle aktuellen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Themen, die wir in Mecklenburg-Vorpommern für wichtig finden, spiegeln wir in Berlin, sodass man auch außerhalb unseres Landes uns wunderbar wahrnehmen kann. Und jedes Land hat natürlich bestimmte Interessen, die es auch in der Bundespolitik vertreten möchte. Und diese Interessen einzubringen, dafür sind wir in Berlin zuständig. Ganz genau können Ihnen das meine Kolleginnen und Kollegen selbst erklären. Wir haben nämlich auf unserer Homepage der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns ein wunderbares neues Video, in dem die Kollegen und Kollegen ganz, ganz toll selbst ihre Arbeit vorstellen und mal zeigen, wie das eigentlich so geht in Berlin. Dankeschön. Frau Dr. Draheim, es haben uns bisher immer wieder Fragen von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die es nicht verstehen, dass es 16 verschiedene Verordnungen gibt oder 16 unterschiedliche Bildungssysteme und vieles, vieles mehr. Also einige verstehen einfach den Sinn dieses Föderalismus nicht. Aber warum brauchen wir den Föderalismus und wo liegen die Vorteile für unser Land? Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, wir müssen erstmal so einen Blick in die Geschichte zurückmachen. Wenn wir uns anschauen, wo der Föderalismus eigentlich herkommt, es gibt ihn schon seit der Antike. Und das Wort Föderalismus kommt von Bündnis oder Vertrag oder von Bund. Und genauso muss man sich das vorstellen. Die Länder und der Bund bilden ein gemeinsames Gebilde, das Staatsgebilde der Bundesrepublik Deutschland. Und in der Tradition des Föderalismus reicht das schon zurück bis ins Mittelalter und noch weiter, dass verschiedene Fürstentümer, Herrschaftsgebiete sich zusammengeschlossen haben zu einem Bund, um gemeinsam Dinge besser zu machen. Der Föderalismus ist also schon ziemlich alt und auch in Deutschland und gehört zu unserer gesellschaftlichen DNA. Warum Föderalismus? Föderalismus ist in allererster Linie ein Machtbegrenzungsprinzip. Das heißt, man wollte immer
verhindern, dass eine Gewalt im Staate zentral durchregiert. Ja, durch die Tatsache, dass wir die Länder haben, die den Bund kontrollieren und der Bund guckt, was die Länder machen, haben wir ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den einzelnen Kompetenzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es wurde vor allen Dingen dann, glaube ich, noch mal sehr deutlich sichtbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man gesagt hat, man will nie wieder so einen Zentralstaat, der so viel Schlimmes anrichten kann. Sondern man muss immer gucken, dass man das Beste aus allen Ebenen, aus allen Regionen, aus allen Ecken des Landes vereint. Das war schon mal sehr interessant. Sagen Sie, wo liegen denn dann die Schwierigkeiten und was können wir tun, also jeder an seiner Stelle, um den Menschen noch mehr die Vorteile des Föderalismus näher zu bringen oder zu erklären? Können Sie dazu noch was sagen? Mhm. Naja, Föderalismus ist ja nicht ein Gegenüber oder ein Gegeneinander von Bund und Ländern. Es soll ja ein Miteinander sein. Es ist so, dass in Deutschland alle Gewalt vom Volke ausgeht und die Wahrnehmung der Aufgaben, der staatlichen Aufgaben und auch der staatlichen Gesetzgebung in allererster Linie bei den Ländern liegen. Nur das, was im Grundgesetz ausdrücklich für den Bund geregelt ist, darf der Bund tun. Und dabei kontrollieren sich, wie gesagt, Bund und Länder gegenseitig. Das wird sehr gut in unserer Arbeit in Berlin sichtbar, denn wir haben ja zwei Kammern. Es gibt ja nicht nur den Bundestag. Da sind direkt gewählte Abgeordnete aus jeder Region Deutschlands vertreten, die sich in der Regel in Fraktionen, die Parteien nach Parteien organisiert sind, zusammenfinden. Sondern wir haben ja auch die zweite Kammer, nämlich unsere Länderkammer, in der alle 16 Bundesländer vertreten sind und ihre Interessen einbringen. Wie läuft das jetzt? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Länder haben in der Regel Gesetzgebungskompetenz. Es sei denn, der Bund hat auch Rechte und es gibt die sogenannte konkurrierende Gesetzgebung. Da ist es so, dass wenn der Bund davon Gebrauch macht, sind die Länder draußen. Und wenn der Bund nur ein bisschen davon Gebrauch macht, können die Länder auch ein bisschen mitmachen. Also das ist so ein Checks and Balances System. Eigentlich ganz vernünftig, wie ich finde. Das bedeutet aber auch, jedes Gesetz aus dem Bundestag geht in den Bundesrat und wird dort beraten. Nicht alles ist zustimmungspflichtig, aber eben vieles. Das heißt, überall in jeder Gesetzgebung auf der Bundesebene werden die Länder angehört. Und wenn man sich anschaut, wie die Länder da vertreten sind, dann sind sie nach Größe, also nach Einwohnerzahlgewichtung vertreten. Das heißt, unser Land Mecklenburg-Vorpommern hat 3 Stimmen, die wir da einbringen können. Und es gibt Vorberatungen im Bundesrat, das machen dann meine Kolleginnen und Kollegen in der Landesvertretung, in denen nach Fachausschüssen, nach den Bundesratsausschüssen sortiert die Themen abgearbeitet werden. Gucken wir mal ganz aktuell, gucken wir uns zum Beispiel Corona an. Ja, dann haben wir bei den Corona-Gesetzen, also zum Beispiel, wenn es um Fragen des Infektionsschutzgesetzes geht, haben wir den Gesundheitsausschuss, der berät. Wir haben aber, wenn es um die Frage wirtschaftlicher Hilfen geht, den Wirtschaftsausschuss, der berät. Oder zum Beispiel den Verbraucherschutzausschuss in Fragen, wenn es zum Beispiel um die Kindertagesbetreuung und um die Entschädigungszahlen geht, Zahlungen geht, haben wir dann den Sozialausschuss, also den im AIS-Ausschuss. Also gibt es für jedes Thema auch im Bundesrat einen speziellen Ausschuss, in dem sich Fachpolitiker darüber unterhalten, was ist die beste Lösung. So, und wenn der Bundesrat zum Beispiel mit Formulierungen im Gesetz des Bundestags nicht einverstanden ist, dann gibt er eine Stellungnahme ab. Die kann der Bundestag berücksichtigen oder auch nicht. Und wenn er das nicht so berücksichtigt, wie der Bundesrat das haben will, dann kann er bei zustimmungspflichtigen Gesetzen die Zustimmung verweigern. Ja, und wenn er die Zustimmung verweigert, geht das Verfahren manchmal weiter. Dann geht man nämlich in den Vermittlungsausschuss. Und das ist auch was unser Land ganz besonders berührt. Eine der Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses ist nämlich derzeit unsere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Der zweite Vorsitzende ist Hermann Gröhe von der Bundestagsseite für die CDU-CSU-Fraktion. Und im Vermittlungsausschuss landen dann all die Gesetze, wo Uneinigkeit zwischen Bundestag, also der Bundeskammer und der Länderkammer, dem Bundesrat, bestehen. Ganz aktuelle Beispiele haben wir auch die Menschen sehr bewegt haben. Wenn wir uns daran erinnern, der große Digitalpakt Schule ist erst im Vermittlungsausschuss gelöst worden. Ja, da geht es dann um Fragen, wer finanziert das, wie wird das finanziert, wer hat welche Rechte, wie soll man das am besten tun? Und noch aktueller aus dem letzten Weihnachtsfest sozusagen, das Weihnachtsgeschenk, war der Vermittlungsausschuss zum Klimapaket. Sie erinnern sich alle, oder ne, also alle Zuhörer erinnern sich wahrscheinlich gut daran, wie viele
tausende Menschen auf die Straßen gegangen sind, insbesondere viele junge Menschen für die Klimapolitik. Und da hat der Bundesrat auch gesagt, nee, so geht's nicht. Und im Vermittlungsausschuss, der aus 32 Mitgliedern besteht, eine Hälfte Bundestag, eine Hälfte Bundesrat, also wieder der Bundesrat, im Vermittlungsausschuss wurde dann nach Lösungen gesucht. Und da haben wir dann zum Beispiel festgelegt, dass der CO2-Preis höher sein wird, dass alles, was eingenommen wird durch die Stromlizenzen, auch wieder reinvestiert wird in die Senkung des Strompreises. Solche Sachen sind dann im Vermittlungsausschuss gemeinsam beraten worden. Und das, finde ich, ist eine ganz super Sache, weil dann hat man auch als Land, alle 16 Länder sind im Vermittlungsausschuss ja vertreten, nochmal die Möglichkeit, seine eigenen Interessen wirklich durchzusetzen. Mhm. Und so hat der Bürger in Mecklenburg-Vorpommern, die Bürgerin in Mecklenburg-Vorpommern, wirklich mehrfach im Bundestag und auch im Bundesrat die Chance, die eigenen Interessen wirklich durchzusetzen, bis ganz nach oben, bis nach Berlin. Sagen Sie, Frau Dr. Drahim, könnten Sie uns nochmal speziell an dem Beispiel Corona verdeutlichen, wo die Vorteile liegen mit den 16 Bundesländern, mit dem Föderalismus? Ja, das ist sehr gut, dass Sie mir die Chance geben, das nochmal ein bisschen näher zu erklären. Es gibt ja viel Kritik an den parallelen Verordnungen, alles sei so unübersichtlich. Aber ich glaube, ganz zentral ist, wenn man zurückschaut, was ist denn passiert? Ausgegangen ist Corona für Deutschland sozusagen von Ischgl aus, also aus den Skigebieten im Süden. Und Bayern und Baden-Württemberg waren zuerst betroffen. Jetzt stellen wir uns einfach mal 2 Minuten vor, ein Zentralstaat hätte für ganz Deutschland harte Maßnahmen beschlossen. Mhm. Damals wussten wir in Mecklenburg-Vorpommern noch gar nichts von Corona. Also, glaube ich, war das schon sehr vernünftig, dass Bayern und Baden-Württemberg als erstes alleine und für ihr Bundesland, für ihre Regionen teilweise nur, Regelungen erlassen konnten. Schauen wir uns Nordrhein-Westfalen an. Da leben so viele Menschen auf so engem Raum. Die haben ganz andere Probleme, mit Pandemie umzugehen, als wir in Mecklenburg-Vorpommern mit viel Fläche und wenig Menschen. Und auch da ist es gut, dass es unterschiedliche Regeln geben kann. Es gibt auch einheitliche Regeln. Das sehen wir ja, wenn wir zurückgucken. Die letzten 2 Tage haben die Ministerpräsidenten und Präsidentin und mit der Bundeskanzlerin ja ganz intensiv beraten und gesagt, der Punkt 1, 2, 3 muss zentral geregelt sein. Das heißt, zentral heißt nicht für alle gleich, sondern alle Bundesländer machen dasselbe und alle haben sich gemeinsam darauf verständigt. Und das, finde ich, ist auch das Wunderbare am Föderalismus. Sie müssen sich einigen. Alle müssen gemeinsam beraten. Es ist nicht einer, der alles am besten weiß, sondern jeder hat die Erfahrung aus seinem eigenen Land, aus seinen eigenen Regionen, hat mit seinen Landräten, mit seinen Bürgermeisterinnen, mit seinen Menschen gesprochen und kann das als unmittelbare Erfahrung einbringen. Wo gibt es das sonst? Genau so ist es. Vielen Dank für den spannenden Einblick in das doch eher schwierige Thema. Aber leider ist unsere Sendezeit vorbei und noch lange haben wir nicht alle Fragen beantwortet. Aber sollten Sie oder solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Fragen zum Thema haben, dann schreibt uns doch gern. Oder Frau Dr. Drahim bei der Landesvertretung direkt. Diesmal haben wir wieder zusätzlich zu dieser Folge ein spannendes Erklärvideo produziert. Frau Dr. Drahim wird uns in Zukunft weiterhin als Interviewpartnerin zur Seite stehen mit den ganz unterschiedlichsten Themen. Vielen Dank dafür. Ja, richtig cool. Ich freue mich, dass sie das zugesagt hat und dass wir in Zukunft auch noch Folgen machen werden zusammen. Denn heute war auf jeden Fall super interessant und spannend. Und ja, freue mich, wie es weitergeht. Noch als Info am Ende das Erklärvideo, wie auch unsere anderen Podcast-Folgen und unsere Kontaktdaten, finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gewohnt auf unserer Website www.cjd-rz.de. Das war's dann von uns. Tschüss. Tschüss und auf Wiederhören.